Ja, läuft gut, macht Spaß. Ich kann halt natürlich viele Sachen aus der Ausbildung einbringen, habe schon so ein bisschen natürlich auch einen Plan, wie läuft Zahnmedizin, was heißt das eigentlich. Wir müssen halt auch immer verschiedene Prothesen, Kronen und sowas anfertigen. Und da kenne ich halt schon den Ablauf natürlich, wie es im Zimmer ist. Und jetzt sehe ich das auch mal in der Technik. Ja, und sonst macht es auch Spaß. Ich habe da super viele liebe Leute kennengelernt, wohne da in der WG und ja, genieße da so mein Studentenleben. Da kann ich natürlich viel aus der Ausbildung einbringen. Ich kenne die Instrumente, die Materialien. Und ja, das Studium ist schon sehr anspruchsvoll, aber es ist halt toll, wenn man da schon so einen Background einfach hat und sich da auch ein bisschen sicher fühlt und da dann natürlich viel selbstbewusster auch rangeht. Und ich kann halt auch jederzeit, was ich auch ganz toll finde, in den Semesterferien hier arbeiten und einfach auch sozusagen in der Praxis drin bleiben, weil das Studium ist am Anfang halt schon sehr theoretisch. Und was mir halt besonders gefällt, ich weiß halt, wo es hingeht und ich weiß halt dann, was Zahnmedizin sozusagen ist und was das Real Life ist. Und das macht einfach Spaß. Und auch wenn das halt sehr theoretisch im Studium am Anfang ist, weiß ich halt, wofür ich das mache. Und das hätte ich halt ohne die Ausbildung niemals gewusst, was das heißt. Vom ZZB würde ich auf jeden Fall weitergeben, halt der freundliche und einfach offene Umgang mit dem Patienten natürlich, dass wir halt sozusagen wirklich alle offen sind und alle sozusagen immer nett und freundlich auch behandeln. Und vor allen Dingen, was ich auf jeden Fall auch mitnehmen werde, ist das Feeling mit den Kollegen, sowohl mit den Zahnärzten, mit den Helferinnen, mit allen einfach dieser Umgang. Das hat man hier wirklich gelernt, dass man einfach ja zu allen nett und freundlich ist und dass Kommunikation einfach ganz wichtig ist. Und das wird ja hier auch ganz groß geschrieben und das lernt man, denke ich, normalerweise nicht so, auch während der Ausbildung. Und das ist hier einfach schon was Besonderes.